willkommen erneut in meiner Küche. Jetzt beginnt die Erdbeerzeit und ich möchte Ihnen heute eine ganz schnelle Erdbeerknuspertorte zeigen. Dazu habe ich vorbereitet weiße Schokolade, die habe ich geschmolzen, die bekommen Sie also als Kuvertüre oder als Kuchenguss. Da geben wir mit rein gehackte Mandeln und wir geben mit rein 100 Gramm Cornflakes. Der Einfachheit halber stelle ich mir meine Schüssel, wo ich die Schokolade geschmolzen habe, hier auf die Waage, wiege mir meine 100 Gramm Cornflakes dazu und gebe die bereits abgewogenen 100 Gramm Mandeln dazu und vermische das Ganze besser runter von der Waage, hat man es besser im Griff. Wenn sie schon knuspern, darum heißt das Ganze dann auch Erdbeerknuspertorte. Dauert ein bisschen, bis man hier die Schokolade schön vermischt hat. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wird das jetzt dann der Boden für unsere Torte. Das heißt, das ist eine Erdbeertorte, ohne dass Sie den Boden backen müssen. Sie müssen auch keinen fertigen Boden kaufen. Wir wollen auf diesen Boden, wenn er dann durchgekühlt ist, die Erdbeeren setzen, die werden dann einfach mit Sahne überzogen und dann würde das Ganze natürlich ein bisschen nackig ausschauen. So nur weiß oben und vielleicht ein bisschen Minze drauf. Von daher nehmen wir hier jetzt von dieser Cornflakes-Schokoladenmischung schon 12 Häufchen ab. Die setze ich auf Backpapier, dass die auch durchkühlen können und die können wir dann später mit hernehmen, um unseren Kuchen zu verzieren. Kennen Sie vielleicht von der Weihnachtsbäckerei, wenn man es so Schokokrosses macht, dann wird es auch so gemacht. Die restliche Masse geben wir jetzt in unsere Springform. Da habe ich ein Backpapier eingespannt und drücke das jetzt nur. Man muss ja aufpassen, dass die Schokolade nicht schon so fest wird. Ich muss noch das Ganze hier auf das Wasser. Vor lauter Erklären. Hat es jetzt so lange gedauert, jetzt ist meine Schokolade zu kalt geworden, bevor ich sie reingedrückt habe. Wenn Ihnen das passiert, geben Sie sie einfach nochmal zurück. Sie sehen, es fängt relativ schnell wieder an zu schmelzen hier. Geben Sie sie nochmal in den Topf, machen Sie es nochmal warm. Ich gebe hier auch noch mehr mit rein. Sie sehen, es verbindet sich gar nicht mehr richtig. Das soll sich aber schön verbinden. Wir machen das Ganze nochmal warm, dass die Schokolade nochmal richtig flüssig wird, denn nur dann kann ich es auch wirklich zu einem glatten Teig drücken. Ja, und jetzt verflüssigt sich die Schokolade wieder. Wenn das nämlich zu stark abkühlt und Sie drücken es in die Form, dann hält es nicht mehr zusammen, dann wird es nur bröselig und so kann man es einfach nochmal warm machen, dass die Schokolade nochmal flüssig wird, richtig kompakt dann reindrücken in die Form. Ja, man sieht, es fängt wieder an zu glänzen, die Schokolade wird warm und jetzt ist dann gut. Meine Schokolade hat sich wieder verflüssigt und jetzt machen wir einfach noch einmal das Ganze. Sie sehen es, es kommt hier einfach viel geschmeidiger raus als beim letzten Mal und bevor Sie hier einfach das dann reindrücken und denken, naja, es wird schon. Machen Sie sich lieber die Mühe und machen Sie es nochmal warm. Denn der Boden soll ja auch ja, zusammenhalten. Und Sie wollen ja dann auch die Erdbeeren rausgeben. Und dann soll er auch kompakt sein, für sich später dann zum Schneiden. So, unser Knusperboden ist fertig. War also kein Hexenwerk. So sieht er jetzt aus. Ich stelle ihn jetzt zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Jetzt machen wir weiter mit unserer Erdbeertorte und wie der Name schon sagt, brauchen wir Erdbeeren dafür. Ich habe hier wunderschöne Exemplare, die müssen zuerst gewaschen werden. Und passen Sie auf beim Erdbeerwaschen. Ich lasse immer gleich in dem Sieb hier drinnen, gebe sie hier ins kalte Wasser und schüttel sie eigentlich nur ganz vorsichtig durch und nehme sie dann mit Sand den Sieb wieder heraus, denn die Erdbeeren sind ja sehr druckempfindlich. Wichtig ist auch immer beim Erdbeerwaschen, dass dieses Kelchblatt oben noch dran ist. Ist übrigens auch beim Pflücken sehr wichtig, dass das Kelchblatt dran ist, denn so
konservieren sie viel besser. Und beim Waschen können Sie sich vorstellen, wenn das hier weg wäre, dann kann das Wasser hier eindringen und verwässert den Geschmack der Erdbeeren. Also immer waschen, möglichst wenig bewegen dabei und dann werden die Kelchblätter weggenommen und für unsere Erdbeertorte werden die Erdbeeren dann einfach nur halbiert. Also es ist unglaublich, wenn man hier diese frischen Erdbeeren, wenn man dieses Kelchblatt dann abschneidet, die riechen ja schon immer ganz köstlich, wenn sie so zum Waschen in das Sieb kommen, aber wenn man jetzt hier das Kelchblatt abschneidet, dann steigt die Vorfreude auf den Erdbeerkuchen. Ich war ja immer total neidisch. Ich habe nämlich im Januar Geburtstag. Und meine Schwester hat im Juni Geburtstag und die hatte immer einen tollen frischen Erdbeerkuchen. Und ich war immer der Loser in der Beziehung. Ich musste immer schauen, was man im Januar machen konnte. Auf jeden Fall war ich da ja, meine ganze Kindheit über neidisch auf den frischen Erdbeerkuchen, den meine Schwester zum Geburtstag bekommen hat. Heute esse ich Erdbeerkuchen, wenn ich Lust habe, wenn die Saison ist, egal ob jemand Geburtstag hat oder nicht. Und ja, genieße einfach die frischen Früchte. Es ist immer, ja, die Züchtung in den letzten Jahren ist vorangegangen. Sie sehen, ich habe auch relativ große Erdbeeren. Aber wenn Sie pflücken gehen, greifen Sie auch nach den kleinen. Denn die kleinen haben eigentlich das gleiche Aroma wie die großen, nur viel komprimierter. Da ist alles in der kleinen Frucht drinnen. Und ja, die schmecken noch viel interessanter. Wir haben übrigens bei uns im Landkreis einen Erdbeerdirektvermarkter, die auch züchten. Und die haben eine ganz alte Sorte, die Mietze Schindler, wieder gezüchtet. Der Erdbeerhof Zehelein Schemm bei uns in Ehe. Und das ist auch eine sehr kleine Sorte, aber hoch aromatisch. Also wenn Sie mal zu uns in die Gegend kommen, es rentiert sich auf jeden Fall, da die Erdbeerfelder zu besuchen und was selber zu pflücken. Und wenn Sie das nicht möchten, können Sie natürlich da auch in den Laden gehen. Zumindest in der Ehe oder in Dottenheim ist, glaube ich, auch eine Verkaufsstelle, wo man diese Erdbeeren auch sortenrein dann kaufen kann, dass Sie mal die verschiedenen auch ausprobieren können. Vielleicht auch vorher, wenn Sie sich für Ihren Garten neue Pflanzen kaufen wollen, dass Sie das vorher einfach ausprobieren mal, wie schmeckt mir welche. Also mein absoluter Favorit ist die Annabelle, das ist für mich die Königin der Erdbeeren. Habe ich aber auch einfach kennengelernt, weil ich sie beim Erdbeerhof die Sorten mal probieren konnte. Und in die Sorte habe ich mich total verliebt und freue mich seitdem, dass ich die habe. Für unseren Kuchen oder für unsere Torte braucht man dann die Sahne. Die gebe ich jetzt hier in meine Küchenmaschine. Ich schalte nochmal aus. Denn die Küchenmaschine macht ja einen Höllenlärm. Was damit reinkommt, ist Zucker und ist etwas sahnesteif, damit die Sahne einfach länger hält. Sahnesteif ist in der Regel Molkepulver, das der ganzen Sahne nochmal ein bisschen Stabilität gibt. Man könnte hier natürlich auch jetzt noch ein bisschen ja, was Alkoholisches mit reingeben, wenn man das möchte. Machen auch immer ganz viele, dass sie mal einen Himbeergeist oder ein Kirschwasser hier in die Sahne mit reingeben und mit aufschlagen und sie aromatisiert. Oder auch ja, sehr beliebt ist auch immer Eierlikörsahne, aber wir geben dann, wer möchte, kann sich ein Eierlikör oben drüber geben. Ich fange mal an, dass die Sahne anfängt zu schlagen. Misch mir den Sahnesteif mit dem Vanillezucker und lasse es dann langsam einrieseln, denn so gibt es keine Klumpen, wenn es mit dem Zucker vermischt ist. So, mittlerweile ist unser Boden für die Torte durchgekühlt. Ich hole ihn aus dem Kühlschrank, man sieht's. Man hört auch, dass es sehr fest geworden ist. So soll er auch sein. Die Erdbeeren, man kann sie entweder nur halbieren. Ich mag es aber manchmal auch sehr gern, wenn ich sie zwei-, dreimal durchschneide und die werden dann hier auf den Boden so draufgesetzt. Wenn das passiert ist, dass sie alle draufgesetzt sind, dann kommt am Schluss noch die Sahne oben drüber, noch ein paar Erdbeeren und Minze zur Verzierung und unsere kleinen Häufchen, die wir vorher gemacht haben, die kleinen weißen Crossis und dann ist unsere Torte schon fertig. Unsere Torte ist mit den Erdbeeren belegt. Die Sahne ist geschlagen. Die gebe ich jetzt oben drauf. Natürlich könnte man jetzt hier einen Tortenguss noch machen, dass die Erdbeeren schön zusammenhalten. Aber es geht bei dem Rezept eigentlich um Genuss und um Schnelligkeit. Und da können wir gut auf den Tortenguss verzichten. So wie die Erdbeeren mit Sahne sind. Und knusprig dazu dann. So. Lieben wir unsere Erdbeertorte, dass möglichst wenig dabei ist, was den Geschmack verfälschen könnte. Und Sie sehen, ich lasse es auch bis zum Schluss eigentlich in der Springform drinnen, dass es gut zusammenhält. Dann kann man es nochmal durchkühlen lassen.
bevor wir sie dann anschneiden und servieren. So, ich streiche mit dem Teigschaber glatt. Geht immer ganz gut. Teigschaber und Teigkatte. Unentbehrliche Werkzeuge in der Küche, wie der Schraubenschlüssel und die Bohrmaschine in der Werkstatt. So, dann haben wir unsere fertigen Häufchen noch von vorhin, wenn Sie sich erinnern. Die setzen wir jetzt hier außen rum, um nochmal die Stücke zu markieren. In die Mitte kann das, was wegfällt, auch noch mit verwenden. So wird sie jetzt natürlich sehr fad ausschauen. Ich hoffe, das passiert Ihnen genauso wie mir. Bis nach hinten zeigt die Enden nach innen, dann zeigen sie nach vorne. Jetzt ist schon ganz gut, aber was jetzt noch richtig fehlt, ist einfach das Grün auf der Torte. Wenn Sie frische Minze haben, ist das einfach nochmal der Hingucker schlechthin. Wenn Sie das hier noch mit der grünen Minze verzieren, wirkt es einfach nochmal viel frischer und gibt auch geschmacklich nochmal einen Kick dazu. Das, wenn Sie jetzt erstrichen könnten, wie die Minze riecht. Da haben wir jetzt lange gewartet, bis die im Garten endlich rausschaut und sie ist immer noch sehr verhalten. Aber ich bin guter Dinge, wenn es jetzt warm wird, dass sie sprießt und dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit dann. So, und fertig ist unsere schnelle Erdbeer-Knuspertorte. Guten Appetit!